Jo, Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Oh, I Hate Shelly bekommt den Silberschinken und sagt, ich liebe sie. Schon eine Gilde gewählt. Ja, ich bin Paladin. Wir sind im vierten Kapitel, wir waren auf dem Weg zur Drachenjagd. Ich weiß noch nicht, ob ich mir die Zukunft schon hab vorhersagen lassen von Abu Jin. Hey. Oh, Sohn, der erst. Ja, ist noch nicht bereit. Aber wir können uns zum Passporten. Pass in Corines. Das dürfte richtig sein. Können hier theoretisch noch ein paar EP abholen, wobei ich wüsste gar nicht wo. Ich glaube, wir haben das ziemlich weitläufig gesäubert. Und wir gehen ins Minental. Ich erinnere mich. Ja, da war ja was. So, ich möchte mal kurz testen, wie Heiliger Pfeil eigentlich so ist. Ja, genau. Genauso scheiße, wie ich es in Erinnerung habe. Hallo, Herr Thaner. Was hast du da? War das eine Welle des Todes? Sollte das gerade eine Welle des Todes werden? Steve, die schwere Paladin-Rüstung ist, glaube ich, im fünften Kapitel. Best Mark ist Paladin Disab. So, bin ja gespannt, wie es mit meinen Kampfkünsten gegen Orks aussieht, um ehrlich zu sein. Ja, die Wölfe schaffen wir jetzt. Ja, das war eiskalt Todeswelle, Eod. Siehst du? Es war kein Feuerregen, aber es war Todeswelle. Ich glaube, damit two-hitted man den Endboss. Okay. Ich wäre auf jeden Fall one-hitted worden. Ich glaube, das Ding macht 500 Schaden, kann das sein? Weiß nicht. Fakt ist auf jeden Fall, die ersten Orks. Theoretisch können wir sie ja mit den Pfeilen pullen. Nur ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt effektiv ist. Kann das schwer einschätzen. Na, macht das überhaupt nennenswert Schaden? Oh ja, es tötet einen fast. Das ist ein Anfang. Weil ich jetzt nur gegen einen kämpfen muss. Heißt, Zweiergruppen sind besiegbar. Ich hatte Charaktere, die konnten in Kapitel 2 Zweiergruppen besiegen. Als Miliz. Naja. Es ist halt ein Stream und wir haben einige Sachen anders gemacht, als ich sie sonst mache. Aber ich glaube, wir können durchkommen. Ich glaube tatsächlich, wir könnten durchkommen. Kann nur sein, dass wir den Wall dann erst später säubern. Nach der Drachenjagd. Habe ich ja, glaube ich, im LP schon im vierten Kapitel gemacht. Oh, tschüss. Söldner, Magier... Oder Miliz. Sumpflager gibt es nicht. Das ist in Gothic 1 tatsächlich. Ich sehe übrigens, dass diese verdammte Kamera auch besser hängen könnte. Wie hängt sie jetzt? Ah, scheiße. Okay. Vierte und fünfte Kapitel gibt sich nicht so viel. Ja, kommt sehr drauf an, wie man spielt. Aber im Grunde genommen hast du recht. Diese Kamera. Kann ich das irgendwie... Kannst du nicht... Könntest du bitte so hängen bleiben? So ist perfekt, Kamera. Okay, Eod. Naja, das ist wirklich nicht sehr großer Unterschied. La 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 la. Da steht er, da steht er. Nein, bleib stehen, Jung. Jung. Oh. Ork-Elite ist also immun gegen Magie. Zumindest gegen diesen Zauber. Hä?
Hab aber eine Chance. Nahkampfmäßig hau ich den kaputt. Er spielt sehr, sehr sicher. Okay, das war ein Ork-Elite. Schön zu wissen, dass ich die packe. Ich habe definitiv zu wenig Lebensenergie dabei. Hat mich da gerade was gekitzelt? Oh, dieses verdammte Mikro. Beim Run vorgestern. Dieses verdammte Mikro. Keine Sorge. Normalerweise zerstöre ich es nicht. So. Ach ja, das ist ja das ganze Camp, das direkt auf mich rumläuft. Wann kommt der Gothic Speedrun? Ich glaube nicht, dass ich einen Gothic Speedrun mal machen werde. Oh, die machen mir ja kaum Schaden. Das ist der Unterschied zu meinen anderen Charakteren. Definitiv. Ich mache nicht sehr viel Schaden, aber ich halte auch nicht sehr wenig aus. Nur unabhängig davon hauen die uns jetzt gerade kaputt. Masterlicious, weil mir vor 4 Jahren einmal ein Mikrofon in den Schoß gefallen ist, kann man glaube ich nicht sagen, dass sich die Mikrofon-Fails bei mir durchziehen. So als wäre da irgendeine Regelmäßigkeit. Oder? Ach, der VR für Gothic 2 liegt nur bei 44 Minuten. Ja, dann wird das sicherlich ganz leicht sein. Bestimmt. Ich Idiot sollte diese Tränke nicht die ganze Zeit futtern. Also diese explizit. Ja, Eod, das ist aber segmentiert, glaube ich, ne? Nicht am Stück gespielt. Hallo, Tüte Kaffee. Na, kommen Sie her, Leute. Gott. Oh Mann! Ich sehe schon. Innos verlangt nach mir. Ich möchte kurz etwas gucken. Kann ich das? Nee, es ist so tief, wie es geht. Das ändert mich. Das ändert mich? Ich meine, das nervt mich. Diese Kamera ändert mich. Naja. Wir haben Zeit, ne? Amateur-Amputateur. Wie kommst du bitte auf 6000? Das ist ja wohl Schwachsinn. Es ist so tief, wie es geht. Wenn du versuchst, die Kamera zu ändern, ändert die Kamera dich.
Ich kann mal probieren. Na, komm, der Stuhl. Nee. 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 Der Stuhl geht auch nicht höher. Wahnsinn. Naja, irgendwann muss ich da mal nachschauen. Marco, du bist überhaupt nicht mehr du selbst. Du bist jetzt mehr Marc als Marco. Ja, hör uns ob! Oh, nee! Mit Zitaten in den Wahnsinn. Auch wollen wir nur sein Kinn sehen. Hier auf Tilts Gaming. Wird der Hype Train unendlich? Wird der Speedrun unendlich lang sein? Was? Brauche eine Empore und einen Rednerpult. Genau. Er könnte Sterbi werden. Weil wäre cool, wenn nicht. Aber es sind halt mal wieder drei Orks auf einmal. Das größte Problem an diesen Ork-Horden ist dieses Blocken. Würden die alle nicht blocken, könnte ich sie schnell genug töten. Komm, es sind noch zwei. Ich kämpfe nicht verzweifelt, es ist ein uralter orkischer Tanz. Nein! Okay. Hier ist ein Dote angebracht, hast schon recht. Okay, gegen die Orks auf der Seite des Passes haben wir nicht wirklich eine Chance. Ich würde sagen, wir rennen einfach durch. Ist ein fairer Deal, oder? Steve bot 1,42 Euro da und schreibt, Erster, und jetzt meine Challenge. Wenn Marco 30 Sterbis heute hat, dann muss er Gothic 4 Arcania spielen. Streamen. Nein. 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 Ich nehme diese Challenge nicht an. Ich nehme diese Challenge einfach nicht an. Kapitel 4. Drachenjagd. Da geht's darum, dass wir Drachen jagen werden. Neuer Tagebucheintrag. Die große Drachenjagd ist eröffnet und hat vermutlich viele Möchtegern-Abenteurer ins Minental gelockt. Mich zum Beispiel. Ich kann nur hoffen, dass sie mir nicht im Wege stehen. Okay. Dann hoffen wir das mal. Und ich glaube, wir dürften hier auch eine ganze Menge... Och nee. Nur von der Seite. Nur der eine. Okay, den kriegen wir aber hin. Und ich mach mal... Ne? Besseres Wetter und so. Warte, du kennst die neuen Gesetze der Drachenjagd noch nicht. Oh, verdammt, da hast du natürlich recht. Drachenjagd, da geht's darum, dass ich von Drachen gejagt werde. Da ist nichts zu tun. So haben wir nicht gewettet, Mann. Genau, Eod, warum streamst du nicht zum Beispiel Arcania? Oder nein, wie wär's mit Steve? Steve? Steve möchte, glaube ich, Arcania streamen. In näherer Zeit. G2. Wo ist der andere? Ach da. Oh shit, shit, shit. Alle Glitches, alle Shortcuts, sagt man, wird uns Marco besorgen und dann würde was Marco einst unmöglich erscheinen. Doch auf einmal Fach ein. Fach rein. Hä? Du hast das Wort erfunden, weil sich kein anderes gereimt hat. Kann das sein?
Und wenn ja, wie cool ist das eigentlich? Oh, vielleicht doch, Chris. Hallo. Ich glaube, dieser Ork ist verloren. Ich hatte auch in Erinnerung, dass das Gold von Gregor hier unterirdisch war. Ach, da liegt der Geldbeutel. Prall gefüllter Lederbeutel. So, und jetzt will ich den verdammten Ork da aus dem Weg kriegen. Keine. Oh, er kommt. Er kommt doch nicht. Das schafft er nie im Leben. Okay, ich würde sagen, wir erlösen ihn. Was? Wieso geht's jetzt doch? Hab ich ihn irgendwie rausgeworfen? Ich habe keine Ahnung. Enos braucht Diegos Geld dringender. Genau. Und Diego wird damit auch gar kein Problem haben. Überhaupt nicht. Anscheinend können Orks schwimmen. Ja, das war mir vorher auch nicht so ganz bewusst, aber... Gut. Ich kann ihn ja schlecht vom Gegenteil überzeugen. Ich habe Diegos Goldbeutel gesucht, aber ich glaube, das ist der, den wir... gesammelt haben. Da liegt nur ein Mana-Trank. Also fern nicht rauskommt, dass der Goldbeutel irgendwie unter Wasser liegt, was ich mir aber schwer vorstellen kann, um ehrlich zu sein, dann haben wir ihn wahrscheinlich. So. Okay. Level up. Geil, Alter, geil. Wir sind damit übrigens jetzt Level 28. Haben die denn das Seepferdchen gemacht? Die Orks, ich bin mir nicht sicher. Nein, so glaube mir doch, du kannst gar nicht schwimmen. Was du hier tust, ist unmöglich. Da hat es einen Drachenjäger getötet. Gegenüber der Anlegestelle auf dem schmalen Streifen. Okay, da war ich. Also, ich hab ihn. Yay. Hier war mal ein Drachensnapper. Jetzt nicht mehr. Oder war der unter mir? Vermutlich war der eher unter mir. Unter mir. Shit. Der, sein Schwert sieht cool aus. Okay, da ist der Drachensnapper. Und da stehen die Drachenjäger und machen nichts gegen ihn. Gar nichts. Warum auch immer. So, Drachensnappel, du wirst sterben. Sterbi. Und ein toter Paladin. Mit seinem Paladinschwert. Gone! Tach! Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind oder getötet wurden. Der Drachensnapper gehört den Drachenjägern. Ja, auf jeden Fall, Mann. Was hast du jetzt vor?
Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Jo. Pass auf dich auf. Wir sehen uns, meine Freunde. Ich glaube übrigens, warten wir kurz. Wo hast du das denn schon wieder her? Das war doch schon vorher klar. Ach so. Okay. Twitch hat mir gerade Bescheid gesagt, dass ich online bin. Hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Nein, verdammt. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Irgendwas mit Alkohol. Wenn ich nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Nimm das. Hier hast du was. Was auch immer es war. Das ist wirklich nicht mein Problem. Davon lasse ich lieber die Finger. Da lacht das Herz. So, jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich nicht? Oh, verdammt! Twinken? Twinken? Achso, er will twinken. Nee, er wird twinken. Oh, fuck. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das hier live ist und so. What do you want? Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Mann, ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Tales Gaming ist jetzt online. TA4 Challenge. Danke, Internet Explorer. Ich wundere mich über gar nichts. Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage? White Lord, ich muss nicht streamen. Also. Es gab bisher ja auch Tage, wo es einfach nicht ging, wo es keinen Sinn gemacht hat, und da habe ich den Stream abgesagt. Also, ich glaube, bisher habe ich noch nicht gestreamt, ohne es zu wollen. Warum sollte ich auch? OMG Marco, du bist online, weißt du das schon? Ja, Mann, Kekselein, hab ich gerade erst erfahren. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. So, pass auf, hier. Nimm eine Flasche Wacholder. Ich hab noch eine Flasche Wacholder. Und ich versuch. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Abgemacht. Gib mir die Flasche. Den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf. Okay, er hebt sich den... Oh, das ist besser. Das ist besser. So wollte ich das haben. Er hebt sich den für schlechte Zeiten auf. Wo sind die Drachen? Ja. Sagt er nichts Besonderes. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Wieso hast du trinken? Beibringen... Nein, ich habe ihm 300 Gold gegeben. Kann ich nicht gebrauchen. Lass uns mit dem Training beginnen. Einhand. Schwertkampf verbessern. Ich wundere mich über gar nichts. Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung, was der Perk bringt. Aber Fakt ist ja. Also alternativ könnten wir halt Axtkampf verbessern. Macht nicht viel Sinn, ich bin ein Schwertkämpfer. Deshalb lass mal Schwert verbessern. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So, jetzt habe ich den Perk, dass ich besser mit Schwertern umgehen kann. Was genau das bringt, ist mir natürlich dabei nicht bewusst. Wie Innos ist sauer. Wieso 600 Gold Schulden? Das ist ja Schwachsinn hier. Hey. Hallo Kjorn. Hey, komm mal her. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Das will doch keiner wissen. So, das ist das Zeug, das der Kerl hat. Die Äpfel nehme ich mal an mich. Bei mir sind sie sicher. Ja, die Tränke. Dietriche brauche ich eigentlich immer. Und das reicht. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hat sich das jemals erinnert? Ich habe so einiges.
Ist ja gut, Leute. Ich besorge mir jetzt das Geld, das ich für Innos brauchen werde. Ja? Die Berserker, ja, im Grunde genommen würde ich diese Schwerter ohnehin nicht benutzen, aber scheiß mal drauf, lass die behalten. Das kann weg. Die Claubelias werde ich nicht dir verkaufen. Das kann weg. Das. Zweihänder. Rapier oder auch Rapper, wie er genannt wird. So, schon habe ich genug Geld für Belia. Können wir uns jetzt alle wieder beruhigen? Ja, ich habe Belia. Nein, nicht Belia, Innos. Ich habe genug Geld für Innos. Wer ist Kogan? Hey du, Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Eod, ich werde nicht bis Irdorath vergessen, die Schulden zu bezahlen. Hallo Simon. Genug Geld für Innos, meine ich natürlich. Innos, nicht Belia. Ich kann dir einen guten. Wir können hier nicht. Je nach. Ich bin noch sehe ich als. Es gab hoffentlich. Klugscheiß. Meint, wird was. Verstehe. Wir werden erst da. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich glaube, ihr findet nicht mal ein blindes Schaf. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen. Wenn ich ja selbst hinter ihm her wäre. Ich finde ja nicht, dass meine Fresse dämlich ist. So. Können wir auch direkt seine Armbrust mitnehmen und ein bisschen Gold hat der Mensch auch. Und ein grobes Schwert. Kjorn, mit dem habe ich geredet. Goda gibt es noch. Wir kommen. Siehste, hier. Danke fürs Bier. Wir haben von. Aber Drachen haben. Bestimmt. Ja, sie wollen halt auch, sie sind Möchtegern-Typen, die versuchen wollen, die Drachen zu jagen, aber alle irgendwie wenig drauf haben eher. Bis auf den guten Biff. Hallo Biff. Wie geht's dir? Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus? Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen. Deshalb frage ich nach. Du hast eine zu große Schnauze für meinen Geschmack. Ich hab mir das wird Zeit, dass sie dir jemand stopft. Nun! Scheiße, das tat weh. Das wird ihm eine Lehre sein. Danke für das Gold, du Held. Die Waffe nehme ich mal besser an. Als ob Bilja selbst hinter ihm her wäre. Wieder das Gleiche. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Der war doch stolz mit Truhen. Das will doch keiner wissen. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir gar nicht so sicher. Der muss einfach mehr trainieren. Er selbst ist doch noch nicht drauf gekommen. Hier wird nicht ja, gilt. Ja? Okay, so. Lade gilt als tot. Und wir sind bei 5200 Schulden. Good job, Marco, good job. Ja, ich sollte vielleicht. Ich hätte nicht ohne Heilung in diesen Kampf gehen sollen. Dice, wie wird mich Innos Zorn verfolgen? So, Biff, jetzt guck mal hier. So. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen. Deshalb frage ich nach. Du hast eine zu große Schnauze für meinen Geschmack. Wird Zeit, dass sie dir jemand stopft. Steve, ich habe diese Wette nicht angenommen. Wirst du ja wohl schaffen. Nichts zu plündern. Ja, wieso 5300? 5200? Tatsächlich?
Das hat er wirklich nicht verdient. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Warte mal. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Meine Meinung will ja keiner hören. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Warum nicht? Was zahlst du? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich zahle dir erstmal 100 Goldmünzen. Na schön, das ist immerhin ein Anfang. Geh vor, ich folge dir. Jo, der gute Biff verfolgt uns und kämpft mit uns gegen die Drachen-Abscheulichkeiten. Ich hab mir auf die Zunge gebiffen. Was ist das dein Ernst? Ich fürchte, Biff braucht etwas Heilung. Könnte sein. Wäre möglich. Ja gut, Biff. Brauchst du Heilung? Klar, schaden kann's nicht. Brauchst du Heilung? Schaden kann's nicht. Das ist dein Ernst, Biff. Klar. Den kriege ich nie wieder voll geheilt. Ja, okay, ich sag's mal so. Biff ist eine kleine Ablenkung möglicherweise für den ersten Drachen, wo er dann stirbt. Das war's dann auch. Macht allerdings nichts, weil Biff ohnehin keine allzu große Hilfe ist.